Deutsche Dampflokfreunde beim Diner in einem Zug der chinesischen Staatsbahnen. Sie bereisten vor einiger Zeit das Reich der Mitte, einzig mit dem Ziel, dessen Bahnwelt kennenzulernen. China ist das Land mit den meisten noch aktiven Dampfloks in der Welt. Ein Traumziel also für die deutschen Gäste. Der Betrieb mit zwei Loks auf Steigungsstrecken, steilen Steigungsstrecken, volle Anstrengung der Maschinen, das begeistert einfach. Der Dampf, der Rauch, die Akustik, einfach toll. Zwei Drittel des chinesischen Schienenverkehrs werden noch immer mit prustenden Stahlrössern bewältigt. Und Dampflokführer ist ein begehrter Beruf. Der Lohn ist höher als bei Fabrikarbeitern. Und die Anerkennung im Alltag auch. Er führe seit 15 Jahren Dampfloks, sagt dieser Eisenbahner. Von Dieselloks wolle er nichts wissen. Wem es bei einer China-Reise nur um Dampfloks geht, der muss sich auf einiges gefasst machen. Von einem Schauort zum anderen geht es manchmal nur per Bus, mit nervenzehrender Gesangseinlage. Und das kann bei einer Panne in abgelegenen Gegenden Unerwartetes mit sich bringen. Der Chauffeur muss sich dann als Mechaniker bewähren. Und ein Holzlaster spendet ein paar Liter Diesel, die nur bis zum nächsten Ort reichen. In der abendlichen Dunkelheit eine weitere Talentprobe für den Fahrer. Er repariert die defekte Lichtmaschine im fahlen Schein einer Taschenlampe. Reibungsloser geht das Kennenlernen des riesigen Landes mit dem Zug. Doch geschieht das oft im Schneckentempo. Die Einheimischen sind daran gewöhnt, bei längeren Strecken Tage und Nächte unterwegs zu sein. Im Waggon geht es unterhaltsam zu. Wer nichts anderes kennt, empfindet diese Art des Reisens als normal. Es erinnert an Bilder, die man auch aus Russland kennt. Vorbilder aus dem Nachbarland haben auch die Waggons und Loks. Es sind Nachbauten von Fahrzeugen sowjetischer Bauart, die wiederum zum Teil deutsche Ahnen haben. Auf ihrer Fotosafari kommen den deutschen Gästen auch noch die Enkel der sowjetischen Baureihe QJ vor die Linse. Am Fluss Yalu überqueren nordkoreanische Nachbauten chinesischer Vorbilder die Grenze. China ist ein Land großer Gegensätze. Das gilt auch für das Klima. In der inneren Mongolei wird es im Winter so bitter kalt wie in Sibirien. In der Nähe des Jingping-Passes, das Städtchen Rishui. Die bunten Bilder überdecken die Unwirklichkeit dieser Region. Viel gesehen, viel erlebt. Im warmen Hotel genießen die Gäste abends ihr Abschiedsdiner. Bratkartoffeln. Und was sagen sie dazu? Das verkraftet man schon. Die Fahrt war etwas anstrengend, das nehme ich gerne in Kauf. Dafür sehe ich Sachen, die ich zu Hause höchstens im Fernseher sehe. Und es ist hier eben nicht gestellt, sondern es ist live, es ist das Leben. Die Dampflok-Ära geht nun auch in China zu Ende. Immer mehr der fauchenden Stahlrösser werden durch Dieselloks ersetzt. Auch im Reich der Mitte sind die Signale auf Zukunft gestellt.